BioTV. Meine Mama hat gelesen, dass in Kinderchips giftige Farbe drinnen war. Aber bei Biokleidung kann das nicht passieren. Ich bin hier bei Dancing Shiva. Hier kann man tolle, bunte Biomode kaufen. Es handelt sich hier aber nicht nur um einen Bio-Shop, sondern es steckt weit mehr dahinter. Ja, unsere Kollektionen produzieren wir ausschließlich aus der Kadi-Baumwolle. Das ist handgesponnene, handgewebte Biobaumwolle aus Indien, die dort in sogenannten Dorfgemeinschaften produziert wird. Das heißt, ohne Einsatz von Maschinen, ohne Einsatz von Strom, ohne Gentechnik veränderten Pflanzen, ohne Spritzmittel und eben, wie gesagt, in Dorfgemeinschaften, wo die Leute dazu angehalten sind, zu Hause zu bleiben bei ihren Familien, außer dann ohne in die Stadt abwandern zu müssen, um dann dort Arbeit zu kriegen. Ja, wir beziehen von dieser Organisation die Stoffe und produzieren die Kollektionen dann in unserer Schneiderei in Südindien. Wird nur für uns produziert, das heißt, wir haben eine ganz kleine Auflage, also das heißt oft pro Stück, also pro Größe und pro Farbe nur ein Stück. Das heißt, wirklich limitierte Stückzahlen und halt alles wunderbar bunt und in den tollsten Farben. Und das wird von euch designt? Das wird von der Riki designt, das ist die Chefin von Dancing Shiva, die ist 6 Monate im Jahr in Indien und produziert dann unten in unserer Schneiderei zusammen mit 15 Schneidern die Kollektionen fürs ganze Jahr. Die Farbstoffe sind die EU-standardisierten ASO-free Colors, also schwermetallfreie Farben sind das, die wir verwenden. Es gibt zwar in Indien viele Produzenten, die darauf nicht viel Wert legen und dann halt mit den typischen asiatischen Monster-Chemiefarben färben, aber wir haben eine gute Färberei entdeckt, die eben mit den ASO-free Colors färbt. Dementsprechend sind die Farben von der Qualität auch wesentlich besser, es wascht sich nichts aus, es bleicht nichts aus. Seid ihr ein zertifizierter Betrieb oder? Unser Betrieb ist noch im Werden, im zertifiziert werden. Wir haben die Schneiderei erst vor 1,5 Jahren gestartet, unsere eigene, und müssen halt jetzt mal darauf hinarbeiten. Also wir haben jetzt mal die Schneider angestellt, die sind kollektivvertraglich bei uns angestellt. Und was das andere angeht, was die Stoffe angeht, diese Organisation, die wird regelmäßig von der indischen Regierung überwacht, weil es eben ein subventioniertes Projekt ist, das in ganz Indien läuft, und die haben natürlich ihre Auflagen, die sie erfüllen müssen, diese Herstellerbetriebe, die die Baumwolle fertigen. Und bei Verstoß gegen diese Regeln droht ihnen der Lizenzentzug von der KVIC, eben von der Organisation, die die Stoffe produziert und unter die Leute bringt. Neben Baumwolle habt ihr auch Produkte, die aus Hanf hergestellt sind? Genau. Wir haben Kleidung, Accessoires aus Hanfbaumwolle, Hanfbaumwolle oder eben reinem Hanf, je nachdem wie die Mischung ist. Und außerdem auch Hanfkosmetik, Hanflebensmittel, je nachdem. Man kann ja viel draus machen aus der Pflanze. Das ist aber alles aus völlig harmlosem, THC-freien Hanf. Also es wird nichts bringen, diese Sachen zu rauchen, außer dass man fürchterliches Kopfweh kriegt. Aber es ist alles sehr lecker und vor allen Dingen auch gesund. Und ein wichtiger Aspekt bei Bioprodukten ist ja immer auch die Regionalität. Okay, dass Baumwolle jetzt nicht in Österreich hergestellt wird, weil es bei uns nicht wächst. Aber wie schaut es eben mit Hanf aus? Ich meine, Hanf wächst eigentlich überall. Ja. Werden Ihre Hanfprodukte jetzt in Österreich hergestellt oder wird das auch von Indien bezogen? Die werden nicht von Indien bezogen. Die Firma, die die Hanfsachen herstellt, hat die Produktion in China. Von dort werden die Stoffe auch bezogen, weil man von dort den feinsten Hanf bekommt, den man herstellen kann. Es gibt auch in Rumänien Firmen, die Hanfstoffe herstellen. Aber die haben die Technik jetzt noch nicht, sage ich einmal, um die Stoffe so zu verarbeiten, wie man es gern möchte. Weil man halt daran denken muss, dass der Hanf wie Leinen ist. Und das ist im Prinzip eine Bastfaser, die aus Stängeln gewonnen wird. Und um das weiter verarbeiten zu können, braucht man eigene Maschinen und eigene Werke, die dann eben die Hanfstoffe weiter prozessieren, was eine ziemliche Aufgabe ist, weil das ein fürchterlich robustes und widerspenstiges Material ist. Und ich denke, daran scheitert es im Prinzip auch, weil die Gelder nicht vorhanden sind, dass man eben solche Werke aufbaut. Eine gute Bioinvestition seitens unserer Politiker, also der Vergabe von Fördermitteln, wäre eben die Forcierung von solchen Hanfverarbeitungsbetrieben, könnte man sagen. Ja, wird dem Planeten sicher einiges an Troubles mit Grundwasserverschmutzungen und Ähnlichem sparen. Und da stellt sich halt dann wieder die Frage, wie das mit den Lobbyisten ist von den diversen Großvermarktungsfirmen, die dann halt eben zu schlucken anfangen, wenn es auf den Hanf zu sprechen kommt, weil man ihn eben so vielfältig einsetzen kann. Mhm. Und
Die nächste Frage, die sich stellt, ist, was passiert dann mit der Baumwollindustrie, wenn der Hanf mal wieder in Umlauf gebracht wird? Und was sagen dann die Leute dazu, die da jede Menge Geld damit verdienen? Das ist das große das Problem. Das ist eben das ja. Problem, ja. Dass die Wirtschaft noch nicht wirklich bereit ist. Der Hanf hat ja auch so ein Image, dass er kratzig ist, oder stimmt das? Stimmt überhaupt nicht. Der Hanf selber trägt sich wie Leinen. Wenn es 100% reiner Hanf ist, hat er den feinen Griff und die Geschmeidigkeit von Leinen, das gut verarbeitet wurde. Es gibt aber auch Mischungen mit Baumwolle, wo dann eben der Hanf wie ein Jersey verarbeitet wird, also in Maschen, in Strickvariante. Daraus lassen sich dann T-Shirts herstellen, Yoga-Hosen und sonstige Stoffe und sonstige Kleidungsstücke. Und rein vom Tragegefühl her ist er so ziemlich das Kühlste, was man tragen kann, also noch kühler als Leinen und Baumwolle. Und wirkt temperaturausgleichend. Das heißt, man kann ihn sowohl im Sommer als auch im Winter tragen. Er kühlt im Sommer, wärmt im Winter. Und eben, da er nicht chemisch behandelt werden muss, ist er besonders für allergische Hauttypen geeignet. Also für sensible Haut, für allergisch reagierende Hauttypen, für Reizhaut zum Beispiel, ist der Hanf ideal. Wieso muss er nicht chemisch behandelt werden? Na eben, weil schon allein vom Anbau her keine Pestizide verwendet werden, die sich dann auch nicht im Material festsetzen. Wieso müssen keine Pestizide Weil er schädlingsresistent ist. Aha. Der Hanf ist von Natur aus schädlingsresistent. Der wurde sogar in alten Baumwollplantagen früher wurden Hanfpflanzen angezüchtet, um eben von den Baumwollpflanzen die Schädlinge fernzuhalten. Also es ist ein Unkraut, das reinste Unkraut, wo es man nicht tot kriegen kann, nicht einmal durch irgendwelche Schädlinge. Insofern. Ein toller Rohstoff. Ein toller Rohstoff, genau. Also für Europa wäre es sicher eine tolle Variante. Das Khadi-Projekt wurde 1927 von Mahatma Gandhi gegründet, im Zuge seines friedlichen Feldzugs gegen die britische Kolonialregierung, eben mit dem Hauptziel, die Dörfler, von denen es ja jede Menge gibt in Indien, in den Dörfern zu behalten, bei ihren Familien zu Hause und sie von der Abwanderung in Großstädte abzuhalten. Die sind nämlich total schön weich und total angenehm zum Tragen. Seit 2007 produzieren wir auch Kindermode für Kinder zwischen 2 und 7 Jahren. Gibt es jetzt auch die beliebtesten Modelle für die Großen, auch für die Kleinen. Ja, und gerade besonders für Kinderhaut ist die Khadi-Baumwolle sehr gut geeignet, weil sie eben chemisch unbehandelt ist und mit unbedenklichen Farbstoffen gefärbt ist. Sind recycelt und aus einem Sozialprojekt in Indien, die Newspaperbags. Beste Variante, um Altpapier zu recyceln, ohne große Energieaufwände.